in den ersten Saisonrennen, also eine extrem spannende Saison. Ja, die meisten Rohrleber gab es in Kanada und da hatten wir auch solche Bedingungen wie hier, es war ein bisschen wärmer, aber es wurde dann ja auch sehr, sehr nass. Much shorter drag down to the first corner, they've actually halved it to what it used to be. In der Tat, die Distanz bis zum Einzählen der ersten Kurve ist halbiert worden durch die Versetzung der Startlinie. Gut für die Fans auf der Haupttribüne, die können das nämlich jetzt verfolgen, aber weniger Möglichkeiten, Boden gut zu machen bei einem möglichst optimalen Start beim Umschalten der Ampel. Und wir sehen, die Ampel geht an, 5 Lichter, wer kommt am besten weg? Marc Becker auf Pole Position, Lewis Hamilton, was macht Sebastian Vettel? Die beiden Red Bull kommen mäßig los und ganz klar Lewis Hamilton, der Gewinner am Start. Marc Webber versucht es aus mit dem Sandwich der beiden Ferrari. Vettel, der einen weiteren Platz verliert, wo jetzt Vierter ist, hinein in die Mercedes Arena. Super Start von Alonso, gleich am Deutschen. Vom weiter versucht jetzt zu kontern. Und Vettel mit der besseren Linie und in der nächsten Kurve. Jetzt aber wieder der Ferrari besser hin und hinten hat sich einer gedreht. Im Mittelfeld Dreher, Ausgang des Kurvengeschwenges, Pirelli-Reifen und die